Hass ist erstens keine Straftat und hat zweitens in der Regel Gründe. Hass ist ein starkes Wort, aber zumindest kontrovers wird es jedes Mal, wenn Alexander Gauland im Bundestag am Mikro steht. Und trotz fortgeschrittenem Alter legt der rüstige Dackelfan ein ordentliches Pensum hin. Seit Beginn der Legislaturperiode Ende 2017 hat der AfD-Fraktionschef ganze 33 Mal am Rednerpult gestanden. Da wird's doch wohl Zeit, sich da mal die Highlights anzuschauen, oder? Das interessiert mich ungefähr so viel, als ob in China ein Sack Reis umfällt. Machen wir aber trotzdem. Die besten Sprüche und die kuriosesten Szenen von Alexander Gauland gibt's jetzt in diesem Video. Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie nächste Woche feststellen, dass es im Kanzleramt hereinregnet, werden Sie wahrscheinlich keinen Dachdecker rufen, sondern eine europäische Lösung anstreben. Da haben wir direkt zwei Lieblingsbeschäftigungen von Alexander Gauland auf einmal. Kritik an Angela Merkel und Kritik an der Europäischen Union. Als Populisten bestehen wir darauf, dass sich jeder zuerst um seinen eigenen Laden kümmert. Denn sonst wird das doch alles viel zu teuer. Aber woher hat er diese Infos? Im Mathematikunterricht der Grundschule lernen die Kinder, sich in Zahlenräumen zurechtzufinden, die immer größer werden. Zuerst von 1 bis 10, dann bis 100, dann bis 1000 und so weiter. Später lernen die Menschen dann, was die richtig großen Zahlenräume sind und wer sich in ihnen bewegt. Astrophysiker zum Beispiel und EU-Finanzpolitiker. Gauland ist der Meinung, wenn es um Gesetze und Finanzen geht, sollte nicht die EU, sondern der Nationalstaat das Sagen haben. Deshalb kann er auch die Sache mit England total nachvollziehen. Der Vorfall ereignete sich in den seligen Zeiten der Königin Victoria, Weiland Kaiserin von Indien. Ein Sturm hatte die Funkverbindung zwischen Europa und den britischen Inseln unterbrochen. Nee, nicht das. Hier, Brexit. Der liegt Gauland so sehr am Herzen, dass er gegenüber Angela Merkel sogar einen fast freundlichen Tonfall wählen kann. Tun Sie bitte alles Ihnen Mögliche, um den Briten ihren Abschied nicht zu erschweren. Für das Leben nach dem Brexit. Das britische Modell könnte sich Gauland auch für Deutschland gut vorstellen, was uns zu seiner nächsten Herzensangelegenheit bringt. Viele Länder sind der Ansicht, dass man seine Haustür eben doch abschließen und nicht jedermann hereinlassen sollte. Offene Grenzen kann er gar nicht leiden. Die Nummer wird ihm nämlich schnell zu bunt. Es gibt keine Pflicht zu Vielfalt und Buntheit. Es gibt auch keine Pflicht, meinen Staatsraum mit fremden Menschen zu teilen. Einwanderung und Niederlassungsfreiheit sind keine Menschenrechte. Ja, Menschen können illegal sein. Das stelle ich hier ausdrücklich fest. Ja, gut, das können Parteispenden auch sein. Das hat er bislang komischerweise in keiner Rede wirklich thematisiert. Aber das nur am Rande. Besonders hat Gauland Angst davor, dass vermehrte Einwanderung am Ende richtig ins Geld gehen könnte. Sozialstaat und offene Grenzen, das kann niemals zusammen funktionieren. Das ist ungefähr so, als wenn man im Winter das Fenster aufreißt und zugleich die Heizung immer höher dreht, um die Temperatur zu halten. Seine Heizung ist generell häufiger Thema. Aber nicht nur der Blick auf Sparschwein besorgt ihn, sondern dass sie am Ende gar nicht mehr angehen könnte. Und womit sollen wir in Zukunft heizen? Vielleicht ist die Bundesregierung ja der Meinung, die Menschen werden sich künftig an ihrem guten Gewissen erwärmen, liebe Freunde. Wie der Rest seiner Fraktion ist er deshalb entschiedener Gegner der Energiewende. Denn nicht nur um seine Heizung macht er sich Sorgen, sondern auch um die Stromversorgung. Haben Sie sich einmal ausgemalt, was ein tagelanger Blackout bedeuten würde? Denken Sie doch nur an die abertausenden Menschen, die in Fahrstühlen eingeschlossen werden. Und solche Lifte haben nur in amerikanischen Actionfilmen eine Klappe, über die man sie verlassen kann. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ein Blackout ist weit wahrscheinlicher als die von Ihnen beschworene Klimakatastrophe. Gut, da sollte Herr Gauland vielleicht weniger Michael Bay-Filme und mehr Klimadokus schauen. Aber seine Lieblingsbeschäftigung bleibt noch immer, in den Werken der alten Dichter und Denker zu schmökern. Und die lassen ihn auch im Parlament nicht los. Der Aphoristiker Nicolas Gomez Davila hat geschrieben, aber halten wir es mit Montesquieu, als Heinrich Heine 1832. Ich will hier als Pars pro Toto den Schriftsteller Robert Menasse zitieren. Aber einer hat Alexander Gauland so angetan, dass er quasi zum ultimativen Fanboy geworden ist. Und so kann man die Bundeskanzlerin und ihren neuen Außenminister nur an eine Warnung, ja, lachen Sie jetzt gleich, Otto von Bismarcks erinnern. Er stammt von Otto von Bismarck. Um es mit Otto von Bismarck zu sagen, wir begrüßen es ja immer, wenn Sie von Bismarck lernen wollen. Meine Damen und Herren, von Otto von Bismarck stammt die Beobachtung, auch wenn Sie das anders sehen, es hat sich in der Außenpolitik eben nicht so viel geändert seit den Tagen Bismarcks und deswegen kann man das wohl sehr gut daran erinnern. Danke. Okay,
Herr Gauland verstanden, aber haben Sie zum Schluss nicht wenigstens ein modernes Zitat dabei? Also vielleicht von jemandem, der noch nicht tot ist? Ich will deshalb heute nicht mit einem Zitat Bismarck schließen, was ich gern mache. Oh ja, ich bin gespannt. So mit Abraham Lincoln. Wissen Sie was, ich gebe es auf. Hier in der Redaktion sind bei so viel Geschichtsunterricht schon fast alle eingepennt. Von denen nicht nur kaum einer hochkompetent ist, sondern viele Analphabeten sind. Okay, wow, alles klar. Ich glaube, hier brechen wir ab. Ist auch alles gesagt. Es wäre deshalb gut und richtig, wenn Sie diesen Platz räumen würden. Ja, mache ich jetzt auch, direkt nach der Abmoderation. In der Sommerpause des Bundestages präsentieren wir Best-ofs von interessanten Abgeordneten aller Fraktionen. Wer darf auf keinen Fall fehlen, gibt uns gerne Input. Er hier wird seinen Platz ganz sicher nicht räumen, unser Abo-Button direkt draufklicken. Hier erzählen wir euch, was eine Drogenbeauftragte eigentlich so macht. Und hier geht's zu Franzi Schreiber. Sie war früher Vorsitzende in der Jugendorganisation der AfD und erzählt euch, wie dort die Rekrutierung von Rechtsextremen funktioniert hat.